Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir eine wunderschöne Edition für die Nintendo Switch aus, und zwar Prinny 1 und 2 in der Just Desert Edition, beziehungsweise Exploded and Reloaded Just Desert Edition. Dabei handelt es sich um zwei PSP-Spiele, die für die Switch umgesetzt wurden. Hier ist der erste Teil, der zweite Teil kam damals leider nie nach Europa, nur in Amerika und Japan. Und das Ganze wird von Miss America vertrieben. Das vergleichen wir gleich auch mal, so sah damals der PSP-Teil aus. Richtig cooles Spiel. 1000 Leben oder 1000 Tode war das gewesen. Ist ja auch dieses Miss America Maskottchen. Ja, und hier haben wir diese schöne Edition. Das hat 12 Jahren freigegeben. Habe ich mir jetzt bei Amazon gekauft, weil diese Mehrwertsteuer weggeblieben ist. Wie bei MediaMarkt. Und dann hat mich das nicht 59,95 gekostet, sondern 51,75, glaube ich. Dann steht hier 1000 Versuche, ein Held zu sein oder dabei drauf zu gehen. Dann steht hier noch Neversword, Lieblingsheld ist da. Dieses Spiele-Doppelpack kommt mit herausfordernden Level, bekannten Gesichtern und einem Riesenhaufen an Exodus. Beinhaltet diese Sachen. Das sind Artbook offizieller Soundtrack, Prinny Book Set, Poster und Sammelbox. Inklusive der DLC-Inhalte der Originalspiele, also alles auf Karte hoffe ich. Geht nur zu Einspielen, TV-Modus, Dock-Modus und den Handheld-Modus. Und unterstützt aber auch den Wii-Controller, falls er diesen benutzt. Ja, Englisch ist. Software Englisch, Französisch und Software Englisch steht dann okay. Keine deutschen Bildschirmtexte. Gut. Dann holen wir das mal raus. Kann man so rausschieben, habe ich schon gesehen. Dann sieht der Karton so aus. Den kann man dann hier oben öffnen. Und dann holen wir die ganzen Goodies hier raus. So, dann stellen wir den mal hier hin. Ich bin etwas müde, habe ich es gerade schon mal erwähnt, ich glaube nicht. Ich habe gestern mit meinem Bruder seinen Garten gemacht und das hat sich ein bisschen gezogen. Aber gut, dann haben wir einmal das Artbook. Hardcover, sehr schön. Gucken wir noch mal rein. Habt ihr die PSP-Spiele damals auch gespielt? Ja, der Charakter gehört ja auch zu dieser Disgaea-Reihe. Da hatte ich damals auch ein paar Spiele für PS2. Aber die habe ich dann auch mal verkauft und jetzt fehlen mir die. Und vielleicht hole ich mal den einen oder anderen Timer für die Switch und PS4. Mal gucken. Vielleicht auch für die PS3 noch. Also schöne Artwork, wie ich finde. Schönes Artbook. Kann man sich nicht beschweren. Es wird der eine oder die andere sagen, wieder zu klein. Aber ich finde das eigentlich ganz in Ordnung. Das ist doch ein anderes Spiel. Das sind andere Spiele von Miss America mit Penny drauf. Das ist ja eigentlich mit so einer Hexe, glaube ich. Und das ist ja jetzt im Juni erschienen, dieses mit den Roboter. Finde ich lustig. Parodie steht doch da unten. Happy Holidays. So, das war das. Dann haben wir hier, ich denke mal, das ist der Soundtrack. Der war hier drin. Finde ich gut. Dann zwar keine Folie drum, aber geschützt. Aus dem Mix. Hier sind einmal 10 und einmal 20 Stücke drauf. Oder sind das 20 Stücke? Ne, es sind 20 Stücke. Schön gestaltet. Dann haben wir hier die Figur. Die lasse ich zu, weil ich die nicht aufbauen kann. Oder ist sie schon? Ne, die lasse ich diesmal zu, Leute. Weil da müsste ich jetzt einen Platz suchen. Ich habe auch keinen. Ne, die ist nicht zu, gebaut. Also ich lasse die einfach so. Ihr habt sie ja gesehen. So sieht sie aus. Und dann haben wir hier das Spiel natürlich. Aber erstmal das Poster würde ich euch noch zeigen. Sieht so aus. Das sind meine Nachbarn im Flur, also ich hoffe, die hört ihr nicht so sehr. Und dann natürlich das Spiel selbst, das packen wir jetzt auch aus. Habe ich mal ein Messer? Ich habe gerade noch hier ein Messer, was ich jetzt leider wieder nicht finde, das kotzt mich ein bisschen an. Okay, dann muss ich gucken, dass ich es so aufkriege. So, und darüber, das sieht denn so aus. Schönes Inlay-Bild, ein Wendekaffer, ist ein Wendekaffer, ne? Pingaya, ne? Das ist ja eigentlich Disgaea. So sieht die Karte aus. Mal noch ein PSP-Vergleich, das sah so aus. Und das Original ist im Jahre 2009. So sah die UMD aus, das Booklet. Zeige ich euch dann auch nochmal kurz. Und kann ich euch, wenn ihr das mal für PSP sieht und ihr das noch spielt auf PSP oder ihr PSP spielt,
kann ich euch das nur empfehlen. Auch ein lustiges Spiel. Also, ah ja, so sah das Cover aus. Legt ihr immer andersrum wie den, dann weiß ich nicht. Ich mache das immer so. Ja, das war mein Unboxing zu dieser kleinen, aber feinen Edition, wie ich finde. Falls ihr euch das auch gekauft habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Ansonsten, sollte euch diese Edition interessieren, ich werde euch mal den Launch unten in der Videobeschreibung verlinken. Bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.